Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick zurück und schauen uns zusammen die Neuzugänge aus dem September 2019 an und welche Bücher da von mir gelesen wurden. Und ich bin mega gespannt. Es sind 13 Bücher laut meiner Statistik eingezogen, war also ein etwas ruhigerer Monat scheinbar. Und da stehen ja die Chancen doch recht groß, dass ich das alles schon gelesen habe oder einen großen Teil zumindest davon. Ich kann mich auch nicht an irgendwie eine Rebuy oder Minimumsbestellung oder so erinnern. Mal sehen und ich bin gespannt und vielleicht seid ihr es ja auch und dann schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Ja, da hat die Steffi so ein bisschen kürzeres Haar, ist von der Länge aber auch ganz schick, wie ich finde. Ja, das erste Buch ist Die ganze Welt ist eine große Geschichte und man spielt darin mit oder wir spielen darin irgendwie so von, Vornamen kann ich gerade nicht lesen, Charlotte Roth, glaube ich. War im Grunde eine Art Biografie von Michael Ende, denn das Zitat kennen wir ja alle von ihm. Und war eine sehr interessante Geschichte, die eben Michael Ende aus der Sicht, ich glaube, eines guten Freundes oder eines Nachbarn präsentiert, die biografische Einflüsse hat und ich tatsächlich auch super, super spannend fand, diese zu lesen. Hat mich sehr gut unterhalten und auch wie er dann zu seinen Ideen, zu seinen Geschichten kam, Unendliche Geschichte, Momo und so weiter und fand ich richtig toll. Miko Sophie Kümmel, Kintsugi, war, glaube ich, letztes Jahr zum Buchpreis nominiert. Daher habe ich das auch gelesen, weil das so eine der Geschichten, ich glaube, noch auf der Longlist war, die mich am meisten interessiert haben. Fand ich tatsächlich auch ganz okay. Hatte irgendwie, glaube ich, nicht ganz verstanden, warum das auf einer Liste für den Buchpreis gelandet ist, weil es für mich dann doch nicht so herausragend war. Es war vom Stil her schon sehr, ja, interessant und auch mal was anderes. Es ist natürlich auch nicht ganz so leichte Kost. Man musste da schon dabei sein, aber es hat jetzt bei mir nicht wirklich sehr viel, ja, zum Nachdenken hinterlassen oder dass es heute noch sehr präsent wäre. Von daher, ja, aber es war ein Kandidat vom letztjährigen Buchpreis. Und mal schauen, was jetzt hier noch so kommt. Steffi redet recht lange um den heißen Brau herum. Ich bin sehr neugierig. Ja, so ist die Steffi manchmal. Ah, Wie Butter im Gegenwind von Gabriele Urban. Das ist im Grunde ein Reisebuch gewesen, wo eine junge Frau mit ihrem Kleinkind, ich glaube, der Sohn war eins oder zwei, im Grunde sich auf eine Reise begeben hat. Ich glaube tatsächlich, dass er irgendwie Butter im Titel hat, dass sie sich da eben auch in den asiatischen Raum, Thailand oder ähnlichem begeben hat. Ich fand es, glaube ich, ganz gut, habe aber tatsächlich nicht mehr so viel im Kopf. Und dann ist von Nick Martin Die geilste Lücke im Lebenslauf herausgekommen. Ich verfolge ja seinen Podcast und fand den super, super spannend und hatte das Buch damals dann auch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Hat mir sehr gut gefallen, hat mich sehr unterhalten. Ich finde es auch toll, dass dieses Buch genauso spricht, wie er im Grunde redet. Er hat ja auch einen fränkischen Akzent, das ich super cool finde, das mir natürlich, weil ich ihn dadurch sehr gut verstehe, auch sehr viel Spaß macht. Und ich fand es toll, was er einfach in diesem Jahr erlebt hat, wo er war, warum er dort war, was er da erlebt hat. Es war super spannend erzählt und er hat in dem Podcast dann auch erzählt, dass er im Grunde selbst in der Hängematte hing. Die meiste Zeit, während er im Grunde seine Gedanken im Grunde runtergesprochen hat. Und dann gibt es eben ja so eine Co-Autorin, die sein gesprochenes Wort sozusagen dann ja umwandelt in den Text. Und das fand ich cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann ist der erste Teil der Warringham-Saga bei mir eingezogen oder Warwick-Saga. Schicksal und Gerechtigkeit von Jeffrey Archer habe ich gehört. Warte jetzt sehnsüchtig auf den zweiten Teil, der, glaube ich, sogar schon für Juni, Mai irgendwie angekündigt war, jetzt irgendwie verschoben ist, ich glaube, auf den November. Es ist natürlich ein klassischer Archer, wo es einfach darum geht, dass man einen Menschen im Grunde durch sein Leben begleitet, verschiedenste Entscheidungen mit ihm trifft und da im Grunde eben einfach diesen Weg geht. Ich mochte den ersten Teil sehr gerne. Ich mag es, die Archer-Bücher einfach auch als Hörbuch zu hören. Habe auch jetzt schon so ein bisschen Sehnsucht. Überlege jetzt schon, ob ich zu eins der beiden Bücher, die ich mir als Mängelexemplare gekauft habe, greife. Aber ich hoffe jetzt dann spätestens im November auf den zweiten Teil. Ja, von Stephen King ist dann auch Das Institut eingezogen. War für mich ein toller King. Hat mir sehr gut gefallen. Ich kann die Kritik vieler Leser von dem Buch tatsächlich verstehen. Tatsächlich fand ich auch den Anfang ein bisschen wirr und bin mit dieser langen Einführung, wo wir ja den jungen Mann begleiten, überhaupt nicht so richtig zurechtgekommen. Sobald wir aber dann in diesem Institut angekommen sind, wo eben Kinder gefangen
gehalten werden, weil die eben auch verschiedenste Kräfte haben. Erinnert das natürlich ein bisschen an das Feuerkind oder auch an Stranger Things. Und ne, also man hat natürlich jetzt hier nicht komplett das Rad neu erfunden, aber das Besondere ist bei Stephen King, dass er sehr oft eben sein Augenmerk auf die Charaktere legt und die sehr gut beobachtet und seine Beobachtungen auch sehr gut beschreiben kann, sodass man eben das Gefühl hat, man sitzt neben ihm und beobachtet die Szenerie. Und das hat mir am Institut auch sehr, sehr gut gefallen und habe ich auch sehr, sehr genossen, den King zu lesen. Und ich freue mich jetzt demnächst ja auch auf dann das neue Buch, glaube im nächsten Jahr, was dann kommt. Ja, Pedal, The World von Felix Stark ist im Grunde auch ein Buch von einem jungen Mann, der auf dem Fahrrad vermeintlich die Welt umreist. Allerdings weiß ich, dass mich da sehr gestört hat, dass das gar nicht so viel mit dem Fahrrad war und dass er doch sehr viel getrickst hat, sehr oft auch wieder nach Hause gereist ist, weil er keinen Bock mehr aufs Fahrradfahren hatte. Und ich weiß, dass ich das irgendwie, ja, ich hab's, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es beendet habe, ob ich es komplett gelesen habe, bin ich mir gerade unsicher. Aber ich weiß, dass ich mit ihm nicht warm wurde und dementsprechend, ja, die ganze Geschichte drumherum. Und wenn halt ein Buch schon so heißt, erwartet man ja auch irgendwie, ja, das, also, ne? dann auch ums Radfahren geht und dann ist Die Krone der Dunkelheit bei mir eingezogen von Laura Kneidl. Das müsste der zweite Teil gewesen sein. Den ersten Teil habe ich sehr, sehr gefeiert, fand ich eine tolle Story. Ja, wirklich High Fantasy, wie ich sie sehr gerne lese, mit einer magischen Welt hinter der Mauer und der Menschenwelt sozusagen auf der anderen Seite. Hier herrscht scheinbar irgendwie Krieg und ja, wir haben hier junge Protagonistinnen, die uns die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Ich weiß, dass ich den zweiten Teil abgebrochen habe, weil er mir überhaupt nicht mehr gefallen hat. Ganz anders, Die Zeuginnen von Margaret Atwood, das ist im Grunde die Fortsetzung, wenn man so möchte, von dem Report der Mark, den ich ja sehr gefeiert habe, der zwar auch so ein bisschen einen sehr ungewöhnlichen Stil hat, aber das hat man bei Die Zeuginnen auch. Und hier hat man drei Perspektiven, wenn ich mich recht erinnere, aus verschiedenen Frauen, Jungfrauen, Mädchen, die uns im Grunde die Entstehungsgeschichte von Gilead erzählen. Hieß es so? Oder Gilead? Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, wie die Stadt, das Land hieß, was ja in den USA gegründet wurde und man hier ja im Grunde sehr strikte Regeln hat und Frauen können keine Kinder mehr gebären. Und dann kommen eben die Mägde hinzu, die dann eben für die Oberhäupter in diesem Land die Kinder noch auf die Welt bringen. Aber sonst haben die Frauen sehr wenig bis gar keine Rechte und ja. Zeuginnen auf jeden Fall ein Highlight. Save Me From The Night von Kira Moon hat mir sehr gut gefallen, war der zweite Teil der Leuchtturmreihe, kam für mich aber nicht ganz an den ersten Teil ran und ich fand auch, glaube ich, den dritten Teil tatsächlich noch ein bisschen besser. Hat mich aber gut unterhalten. Wir sind ja hier in Irland und haben den Leuchtturm als Hauptpfeiler der Geschichte und sind dann drumherum in dem Dörflein, in dem Städtchen und begleiten drei junge Frauen, die ja unterschiedlich ja, gebeutelt sind vom Schicksal, die unterschiedliche Probleme haben. Wenn ich mich recht erinnere, war der zweite Teil der, wo ich mich so aufgeregt habe, dass die Protagonistin die Gewalt an ihrer Schwester nicht irgendwie durch den Vater irgendwie nicht ja, so zur Anzeige bringt und ähnlichem, obwohl sie eigentlich mit genügend Abstand wissen sollte, dass man das jetzt durchaus tun kann. Das hat mich sehr gestört, dass man das so hingestellt hat, als wäre das was Normales, dass man, also ja, na, dass man seine Schwester da alleine lässt, das ja, aber an und für sich fand ich die Reihe gut und ich habe auch das neue Buch von Kira Moon schon hier auch als Hörbuch und freue mich da auch sehr drauf. Es war einmal, ist eingezogen, das war im letzten Jahr eine Aktion zum Weltkindertag, neue und klassische Märchen, das Büchlein habe ich, glaube ich, bei meiner Thalia entdeckt. Das wurde kostenlos zur Verfügung gestellt. Da gab es auch damals ein Riesenbohai, dass Leute das dann super teuer weiterverkauft haben und ja, fand ich auch überhaupt nicht gut, weil was geschenkt ist, irgendwie dann für 50 Euro zu verkaufen, nur weil es schön aussieht, das ging gar nicht. Ich habe das Büchlein gelesen, habe auch vorgelesen und mittlerweile ist es weitergegeben an meine beste Freundin, die damit ihre zwei Kids versorgt. Und ja, darüber freue ich mich einfach. Also sie selbst hat es eben nicht ergattern können und ich habe eine Zeit lang ja auch immer mal Besuch von Kindern, von Freunden und dann wird auch mal vorgelesen und das ist natürlich richtig schön, wenn man hier Grimms Märchen hat. Ich weiß gar nicht, ob es nur Grimm war, bin mir gerade unsicher, aber ja, das ist richtig schön und hat jetzt auch ein gutes Zuhause in einem Familienhaushalt, wo es, ich finde, dann auch irgendwie hingehört. Wobei, wenn man natürlich dann eine coole Tante sein möchte, dann ist das auch nicht schlecht, wenn man Märchen irgendwie parat hat und greifbar hat, aber
Ja, aber war richtig cool, auch die Aktion, dass das Buch im Grunde auch wirklich in dieser wunderbaren Ausgabe umsonst zur Verfügung gestellt wurde. Ich glaube sogar das Hörbuch gab es dann umsonst und auch das E-Book. Von daher, ja, war im Grunde für jedes Format was dabei. Und hier ganz kurz die Steffi aus dem Schnitt. Mir ist aufgefallen jetzt beim Schneiden, dass ich nur 11 Bücher gezeigt habe, obwohl es eigentlich 13 sein müsste. Und als ich dann doch mal in meine Statistik geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass ich 2 Bücher nicht eingeblendet habe. Das waren wahrscheinlich die etwas längeren Besprechungen, die irgendwie ohne Bild, ohne Cover ausgekommen sind. Zum einen ist das The Wonderful Wild von Gesa Neitzel, das auch gelesen wurde und ein absolutes Highlight ist. Da hatte ich das E-Book gelesen und habe es dann noch signiert als echtes Buch bekommen. Und das zweite Buch, was fehlt, ist Die kleine Patisserie in Paris. Das ist der dritte Teil der Romantic Escapes-Reihe von Julie Kaplan. Das war, glaube ich, der Teil, den ich abgebrochen habe, der mir überhaupt nicht gefallen hat von dieser Romantic Escapes-Reihe, während ich 1 großartig fand, 2 sehr gut und auch der vierte Teil wieder sehr gut war. Und ich glaube, es soll demnächst auch ein 5. Teil herauskommen. Ja, das ist auf jeden Fall das Rätsels Lösung der etwas längeren Videosequenzen, wo kein Cover eingeblendet wurde. Wahrscheinlich habe ich da im letzten Jahr einfach vergessen, die Cover zu zeigen. Aber nur, damit ihr wie ich dann auch auf die 13 Bücher kommt. Und als hätte ich schon einen guten Riecher gehabt, sind tatsächlich alle Bücher gelesen. Es ist echt unglaublich. Ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass doch noch irgendwie ein Buch kommt, das ich nicht gelesen habe. Umso faszinierender ist es, ja, dass sie gelesen sind. Ich freue mich wirklich sehr. 100% habe ich ja doch eher selten. Ich notiere mir das nicht, weil sich sowas natürlich dann auch relativ schnell wieder ändern kann, wenn man im nächsten Monat dann im Grunde schon das Buch lesen würde. Aber ja, ich freue mich. Ich bin happy, dass aus dem September-Neuzugängen oder von den September-Neuzugängen letzten Jahres alles gelesen ist. Richtig, richtig cool. Freut mich. Und ja, ich bin gespannt, wie sieht es bei euch aus? Trackt ihr eure Neuzugänge? Schaut ihr da immer mal wieder rein, was davon vielleicht am längsten schon offen ist? Habt ihr da eine Subliste? Das würde mich sehr, sehr interessieren und vielleicht auch, wie ihr die führt. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.